Oh Gott, ey, ich glaube, diese Evergrande-Sache wird noch richtig knallen. Dann auch noch die Wahlen jetzt. Oh Gott, ich glaube, ich verkaufe jetzt einfach schnell. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und nein, die im Intro geschilderten Szenarien sollten natürlich nicht ein Grund sein, warum man nicht mehr in Aktien oder ETFs investieren sollte. Ich meine, langfristig gesehen ist es einfach eine der besten Dinge, die man für sich, seine Altersvorsorge und seinen Vermögensaufbau tun kann, wenn man regelmäßig in Aktien, in ETFs, also an der Weltwirtschaft sich beteiligt. Es gibt aber auch einige Situationen im Leben, einige Szenarien, wo es tatsächlich keinen Sinn machen kann, in Aktien und ETFs zu investieren. Oh Gott, habe ich das wirklich gerade gesagt? Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Lebenssituation Nummer 1, wenn dein Anlagehorizont generell niedriger ist als 10 Jahre und du bei kleinen Aktienkorrekturen an eine der folgenden drei Dinge denkst. Oh Mist, minus 2,7%. Oh shit, ich glaube, ich sollte jetzt schnell verkaufen und später einfach nach der Korrektur wieder einsteigen, oder? Boah, geil, Alter, mit meinen Krypto-Stablecoins jetzt schon 13% Rendite pro Monat. Ey, ich verkaufe jetzt einfach alle anderen Aktien und schichte direkt all-in in Krypto um. Von wegen Geduld. Klar, die meisten Anleger beginnen ja mit dem Anspruch, langfristig Geld anzulegen. Dabei geht es auch gar nicht darum, unbedingt jetzt jede einzelne Aktie immer 10 Jahre oder länger halten zu müssen, aber generell das Kapital, was man für Investitionen verwenden möchte, eben am Markt investiert zu lassen, sodass man nicht drauf zugreifen muss. Und da ist es leider so, je öfter man ins Depot schaut, desto länger kommt ein so ein 10-Jahres-Zeitraum vor. Ich investiere jetzt auch erst seit 12 Jahren und ich muss sagen, eigentlich ist das noch gar nicht so ein langer Zeitraum. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt aber einfach nur für ein oder zwei Jahre mein Geld anlegen, dann würde ich es definitiv nicht in Aktien und auch nicht in ETFs investieren, da sie durch diese Schwankungen halt immer wieder einen auch kalt erwischen können. Es gibt zum Beispiel, wenn man so die historische Betrachtung des Gesamtmarkts berücksichtigt, Phasen, wo auch der MSCI World mal bis zu minus 10% pro Jahr macht für 5 aufeinanderfolgende Jahre. Und wenn man dann an sein Geld ran muss, ist es natürlich deutlich schlecht. Also das ist Lebenssituation Nummer 1, wenn der Anlagehorizont niedriger ist als 10 Jahre. Lebenssituation Nummer 2, wenn du eigentlich merkst, dass du rund um die Uhr oder ab und zu auch mal Aktien verkaufen musst, um dir gewisse Dinge zu finanzieren. Wenn also eigentlich dein Notgroschen, den du verwenden solltest, um im Notfall irgendwie auch dich selbst über Wasser zu halten, gar nicht so wirklich mehr vorhanden ist, du trotzdem aber noch Kapital am Aktienmarkt investiert hast. Klar, die individuelle Regel bezüglich eines Notgroschens ist bei jedem anders. Notgroschen bedeutet ja, ich habe zum Beispiel meine Fixkosten, die ich für einen kompletten Monat brauche, gedeckt in Form von Tagesgeld oder Festgeld oder irgendwo auf dem Sparbuch, so dass ich darauf zugreifen kann. Und jetzt ist es je nach Risikolaune bei manchen Leuten so, dass sie sagen, ich will 3 Monate von diesem Notgroschenpuffer. Manche sagen, ich will 6 Monate. Mehr als 6 Monate ist für die meisten wahrscheinlich nicht notwendig. Aber wir machen mal ein kleines Rechenbeispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel Fixkosten im Monat von ungefähr 1.700 Euro hast, bei einem Nettohaushaltseinkommen von 2.500 Euro als Beispiel. Und du nimmst jetzt diese 1.700 Euro Fixkosten mal 3, dann hast du 5.100 Euro, den du an Notgroschen für 3 Monate brauchst. Aber das ist ja eigentlich nur der bekannte Notgroschen für 3 Monate. Sollten irgendwelche unbekannten Ausgaben dazukommen, dann kann es eben sein, dass deine Fixausgaben zusätzlich noch andere Kosten mit dazu haben. Ich würde deswegen immer sagen, dass man nochmal so ungefähr ein Drittel auf diesen Notgroschen oben raufschlägt, sodass du halt eben sagst, okay,
Ich bin jetzt nicht so ein ganz Risikohäschen, was irgendwie bei jeder Sache im Risikobereich immer sofort kalte Füße kriegt. 3 Monate Notgroschen reichen mir. So, ich würde dann aber trotzdem halt ungefähr 7.000 Euro verfügbar haben, sodass ich eben nicht an mein Aktiendepot rangehen muss. Und ich muss auch sagen, macht bitte das, was ich hier sage und nicht das, was ich früher selber gemacht habe. Denn ich hatte gar keinen Notgroschen und habe einfach angefangen, in Aktien zu investieren. Aber das ist auch eben so ein bisschen mit dieser mentalen Einstellung gewesen zu sagen, okay, egal was kommt, ich werde mein Depot nicht wieder auflösen, ich werde nicht verkaufen. Und wenn ich alles, was ich in den letzten 12 Jahren so gemacht habe, nochmal mit meiner heutigen Erfahrung wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich auch damals ganz anders gehandelt. Lebenssituation Nummer 3. Du hast in den nächsten Monaten und Jahren gewisse größere Konsumausgaben geplant. Und hast aber jetzt noch nicht ausreichend Reserven, um die eben entweder aus deinem normalen Cashflow oder eben aus deinem Kapitalpuffer zu bezahlen. Das kann sein eine neue Küche oder ein Auto oder auch eine eigene Immobilie, für die du ja meistens nach und nach Eigenkapital erstmal zusammenkratzen musst, um es dann irgendwie zu bunkern und dann eben auch bei der Bank geltend zu machen, wenn du ein Eigenheim oder eine Immobilie zur Vermietung eben erwerben möchtest. Und da habe ich schon die heftigsten Geschichten gehört. Ja? Leute, die bis zu 1 Million Euro auf ihrem Geschäftskonto parken, weil sie das temporär noch nicht brauchen, später aber für irgendwelche anderen Gesellschafter, Auszahlungen oder Übernahmen und so weiter verwenden möchten und jetzt aber 6 Monate noch zwischendurch Zeit haben und dann auf solche Ideen kommen, wie zum Beispiel, ja, ich könnte ja eben nochmal eben in den ETF-Markt reingehen, ja. Da sind wir wieder dann beim Anfang. Also in diesen 6 Monaten können sich diese 1 Million Euro mal eben um 300.000, 400.000 nach unten bewegen. Und ob dann die Gesellschafter, die du auszahlen musst, irgendwie wirklich so fröhlich sind darüber oder die Investitionen, die du dann in 6 Monaten tätigen wolltest, richtig noch ein guter Deal war, das weiß ich nicht unbedingt. Das heißt, lieber auf ein paar Prozentpunkte Rendite zwischendurch verzichten. Ich habe ja auch schon Videos gemacht, wie man Geld kurzfristig anlegen kann. Und man kann auch, das ist eine Sache, die ich persönlich dann auch mache, man kann auch sagen, ja, ich kann ja einen Teil von dem Geld, was ich jetzt noch nicht brauche, etwas risikoreicher anlegen in so ein P2P-Go-and-Grow-Investment oder so. Ja, wobei das aktuell auch mit den 400 Euro pro Monat auch nicht unbedingt sehr hilfreich ist. Aber immerhin kannst du dann zum Beispiel für 6 Monate lang jeweils 400 Euro investieren. Das ist jetzt bei einem Kapitalbetrag von 1 Million nicht enorm viel, aber trotzdem besser, als alles irgendwie irgendwo in den Aktienmarkt zu knallen und dann einfach richtig kalt erwischt zu werden. Kann gut gehen, aber es wäre mir einfach viel zu risikoreich. Deswegen immer bei Konsumausgaben schon vorab anfangen auch zu planen. Und das ist eben auch eine Sache, dass man je nach Marktlage auch gucken kann, welche Aktien sind beispielsweise besonders gut gelaufen. Kann man auch sagen, ich kann mich von 1/3 meiner Position trennen, wenn ich weiß, ich brauche demnächst jetzt gewisse Ausgaben. Ich habe zum Beispiel die Situation, dass ich demnächst 20.000 Euro für meinen privaten Konsumzweck brauche. Und diese 20.000 Euro habe ich aus meinem privaten Depot schon lange, vor Monaten angefangen, nach und nach rauszuholen. Ich habe mal so 2, 3 Berkshire-Aktien da und da verkauft, habe mal wieder ein paar Netflix-Aktien da und da verkauft, weil die einfach alle ziemlich gut gelaufen sind. Und so habe ich einfach schon in den Monaten davor, bevor ich überhaupt anfange, dieses Geld zu brauchen, einfach dafür gesorgt, dass ich hier es nehmen kann, um es eben dann auch zu verwenden. Das heißt, man kann natürlich auch Aktien, die besonders gut gelaufen sind, hierfür nutzen. Aber die Planung sollte halt immer lange vorab erfolgen. Lebenssituation Nummer 4, wenn du natürlich chronisch überschuldet bist, also allgemein einfach gar kein Netto-Reinvermögen besitzt bisher, dann ist es auch nicht wirklich ratsam, in Aktien und ETFs zu investieren. Weil auch wenn du jetzt vielleicht angetrieben durch manche Kryptowährungen, aber vielleicht auch einfach nur durch den Aktienmarkt an sich. Ich meine, nehmen wir an, du schaust dir einfach die Nasdaq-Rendite der letzten Jahre an, dann wirst du dir sagen, wow, das ist ja eine durchschnittliche Rendite von über 10% und meine Schuldenzinsen, die ich hier irgendwo habe, ob es jetzt für Immobilien oder irgendetwas anderes ist, die liegt aber nur bei beispielsweise 3-4% oder sogar noch weniger, dann kann ich doch einfach jetzt viel Kapital, was ich irgendwie jetzt habe oder demnächst verdiene, nicht irgendwie zur Schuldentilgung verwenden, sondern einfach am Aktienmarkt investieren. Aber auch hier gilt wieder,
Die Zinsen, die du zahlen musst und die Tilgung, die wirst du bei der Bank immer zahlen müssen. Egal in welcher Situation, egal ob du im Gefängnis bist, ob du gerade im Kino bist, was auch immer passiert, diese, nehmen wir jetzt mal an, 3 oder 4% Zinsen sind zu zahlen. Aber diese Rendite am Aktienmarkt, wie gesagt, denk nochmal zurück an das MSCI World Beispiel, die kann eben auch mal sehr viel schlechter sein. Und da wir das kurzfristig nicht beeinflussen können, wäre es jetzt deswegen meiner Meinung nach auch sehr viel empfehlenswerter, erst nach und nach die Schulden wirklich abzubauen. Ob man dann, das hängt natürlich auch vom Betrag der Schulden ab, nebenher schon mal so einen kleinen ETF-Sparplan oder so von 50 Euro als Motivation irgendwie mitlaufen lässt. Das kann durchaus Sinn machen, das finde ich auch sehr gut, ja. Das ist ja wieder eine andere Sache, aber ich würde jetzt nicht große Kapitalbeträge oder große Anteile des Cashflows anfangen, für Investitionen zu verwenden, wenn ich auf der anderen Seite irgendwo noch fette Kreditschulden habe, die ich abstottern muss. Und dann das letzte Lebensszenario, wenn du einfach allgemein ein Mensch bist, der sich rund um die Uhr Sorgen macht und ständig Angst hat. Ja, tatsächlich bin ich, Kolja Barkon, der Meinung, dass nicht jeder Mensch für Aktieninvestitionen geeignet ist. Weil es einfach das Risiko oder ich würde sagen die Mühe im Leben nicht wert ist, sich ständig Sorgen und Stress zu machen, nur um eben ein bisschen Rendite zu machen. Und ihr denkt euch jetzt, ey, da, was ist mit dir los? Aber ich sehe das wirklich so. Die Lebensqualität ist immer das A und O. Das heißt, wir sollten nicht zu viel Lebensqualität opfern, um Geld zu investieren, sondern wir wollen ja Geld investieren, um unsere Lebensqualität zu verbessern. So rum wird ein Schuh draus. Und wenn ich merke, dass ich einfach partout nicht der Mensch bin, der mit beispielsweise Verlusten am Aktienmarkt umgehen kann, der nicht mehr ruhig schlafen kann, der allgemein einfach merkt, die Börse ist nichts für mich, dann würde ich auch nicht anfangen zu investieren, nur weil mir alle irgendwie sagen, das musst du jetzt so und so machen. Was man dann aber wieder auch sagen muss, ist, dass man auf der anderen Seite aber dann nicht diesen ständigen Widerspruch mit sich herumtragen sollte, dass man dann immer seiner mangelnden Rendite hinterherheult oder sich rund um die Uhr darüber aufregt, dass man keine Zinsen mehr hat und so weiter. Das heißt, wenn man sagt, ich bin zu ängstlich, ich möchte nicht investieren, okay, dann sollte man aber auch zufrieden sein, weil sonst hat man wieder eine mangelnde Lebensqualität, sollte man mit dem zufrieden sein, was man hat und sollte halt eben nicht gleichzeitig immer sich irgendwie schimpfen, irgendwie darüber, dass man keine Zinsen mehr kriegt oder keine Rendite, weil Rendite und Risiko gehen immer Hand in Hand und du kannst nicht erwarten, dass du irgendwie Rendite oder Zinsen auf dein Kapital bekommst, wenn du nicht bereit bist, dafür auch Risiken einzugehen. Ja, das waren einfach mal so 4, 5 Szenarien, wann es meiner Meinung nach macht, keinen Sinn macht, in Aktien oder ETFs zu investieren. Aber alle anderen Szenarien, ja, Handelskonflikte, Corona-Pandemien, all diese ganzen Crash-Geschichten und so, das sind für mich keine echten Gründe, warum man nicht in Aktien investieren sollte. Wenn du bisher noch nicht investiert hast, check mal unter diesem Video in der Infobox meine Empfehlungen für Aktiendepots aus. Du kannst auch gerne diesen Kanal abonnieren und dann sehe ich dich schon beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.